25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berblinger. 25 Jahre Radio Free FM heißt auch 25 Jahre Rudolf Arnold bei Radio Free FM. Erstmal natürlich hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ist ja heute sozusagen ein besonderer Tag, denn wir sprechen mal über alles, was so passiert ist. Und alles hat einen Anfang. Natürlich auch deine Zeit bei Free FM. Wie ist das Ganze denn passiert? Wie bist du auf den Zug damals aufgesprungen? Ja, das war 1994 schon, also schon vor 26 Jahren. Ich war damals bei der Medienoperative Mitglied und wollte den Volker Dutzmann anrufen. Seine Freundin hat gesagt, der ist in der VH, da ist eine Infoveranstaltung zum Thema freie Radios. Und dann dachte ich, oh, freie Radios, ich wollte schon immer Radio machen, beziehungsweise habe als Jugendlicher schon ein bisschen Radio gemacht und bin natürlich sofort in die VH gefahren und habe mir das Ganze dann angehört. Und da waren zwei Gruppierungen da, die eine Free FM und dann Canale Grande. Alle haben sich vorgestellt und dann haben der Volker und ich beschlossen, wir gehen jetzt zu Free FM und Canale Grande. Der Volker ist zu Canale Grande gegangen, ich zu Free FM zum ersten Treffen, das war damals im Roxy. Und dann haben wir uns wieder getroffen und dann war eigentlich eine ganz klare Entscheidung für uns beide Free FM. Das ist unsere Wahl. So hat das also angefangen. So bin ich dazugekommen. Ja, und dann waren eben diese Treffen im Roxy. Es war zunächst einmal noch eine relativ kleine Truppe. Und ja, wie soll ich sagen? Ich wollte eigentlich mehr inhaltlich arbeiten, aber die hatten damals niemanden, der sich um die Technik kümmern wollte. Und dann dachte ich, ich will doch nicht schon wieder den Technikhansel spielen, wie schon bei anderen Vereinen. Aber ja, okay, dann macht man es halt trotzdem und sagt, ja gut, wenn man sonst niemanden hat, das ist ja die zentrale oder eine der zentralen Aufgaben beim Radio, sich um eine vernünftige Technik zu kümmern. Und dann habe ich das übernommen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast früher oder als Jugendlicher schon mal Radio gemacht. Ja. Sehr legal. Nee. Ja, kann man ja heute erzählen, ist ja schon verjährt, sage ich mal. Nee, als 17-Jähriger, da habe ich mir mal so einen kleinen UKW-Sender gebaut und dachte, naja, was machst du jetzt damit? Das war rein aus technischem Interesse. Na klar, was macht man damit Radio? Und dann habe ich halt so ein bisschen, so einmal die Woche, es war immer Sonntag zwischen 11:30 und 12:30, da gab es dann in Herrlingen so kleine Sender. Radio Herrlingen, in allem möglichen Zeug, mit fingierten Interviews und teilweise auch echten Nachrichten aus dem Dorf. Ja, das habe ich dann ein Weilchen gemacht, bis ich in Mathe schlecht geworden bin und dachte, jetzt sollst du dich eigentlich mal wieder um die Schule kümmern. Habe es dann wieder eingestellt. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass Radio eigentlich so mein sogenanntes Primärmedium war. Also eine Glotze haben wir erst angeschafft, da war ich schon 16 oder so. Und ich habe früher mal für mein Leben gern Radio gehört, also auch in Kurzwelle rumgeschraubt, hat gequietscht und gescheppert. Aber es war halt interessant, da mal Sender aus Südamerika oder Radio Peking oder solche Sachen zu hören. Also ich war schon immer begeistert. Heißt das, du hast einfach nur so aus der Tüchtelei deinen eigenen Piratensender aufgebaut. Sozusagen, ja. Und alle zwei Wochen haben wir sogar am Samstag dann eine zweistündige Sondersendung gemacht. Das war dann immer so eine Art Wunschkonzert. Natürlich überwiegend Jugendliche haben das gehört. Und bei mir in der Gegend dann haben Hubers gewohnt. Einen Huber kennt man, nämlich den Berthold Huber, der war ja jahrelang IG Metall-Vorsitzender. Und seine Brüder haben dann immer seine Stones-Platten mit zu mir geschleppt. Weißt du, welche Frequenz du noch, welche du geblockt hast? Ja, 92,4 war das, glaube ich. Ja. War die frei? Ja, damals war das UKW-Band noch fast leer. Am einen Ende war der Polizeifunk und am anderen Ende völlig übersteuert AFN auf der 102,6, auf der wir ja jetzt sind. Das heißt, du warst damals schon in den hohen Gewässern des Radios unterwegs. Sozusagen, das Radio hat es schon gekonnt. Das war damals ja nicht selbstverständlich. Da bei vielen Radios war bei 100 MHz aus, aber der konnte schon weiter hoch. Weißt du, wie groß du damals gesendet hast? War das nur in der Stadt oder? Nee, es war auf dem Dorf in Herrlingen. Und drüber hinweg war das? Nein, das war nur ganz lokal und es kam auch nie irgendein Peilwagen oder sowas. Es war nur sehr begrenzt. Aber mich hat auch keiner verpfiffen. Also das wussten viele Leute und die fanden das eher cool, als dass sie da irgendwelche dunklen Machenschaften dahinter vermutet haben. Aber war jedenfalls eine lustige Sache.
Bist du daraufhin auch auf freie Radios aufmerksam geworden oder kanntest du das dann schon durch Dreieckland schon ein bisschen vorher? Nee, von Dreieckland kannte ich also nichts, nur indirekt, weil ich damals in der Medienoperative war und da hat man auch mit Medienleuten aus Freiburg zu tun gehabt und da kannte ich es halt vom Hören sagen, aber gehört habe ich es nicht, hört sich jetzt blöd an Hören sagen, man hört es nicht. Nee, ich wusste, dass es das gibt. Und Radio Verde Fessenheim und so, da gab es also so ein paar Sender, die halt eben, soweit ich das weiß, auch mit dieser Anti-AKW-Bewegung da entstanden sind in dem Bereich. Was kann man sich jetzt unter der Medienoperative denn nochmal genau vorstellen? Das ist eigentlich eine Initiative, die aus der Volkshochschule raus, aus der VH raus entstanden ist. Und wir haben uns primär um Videoarbeit gekümmert mit einem politischen Hintergrund. Also eine der wichtigen Produktionen, die wir gemacht haben, das war 1984, diese Geschichte mit der Menschenkette, Nachrüstung, Doppelbeschluss und solche Sachen. Und da waren wir dann aktiv mit mehreren Kameras, haben das Ganze dann auch dokumentiert. Und eine Sache, die ist mir noch in Erinnerung geblieben, dieser Marsch oder diese Menschenkette war ja irgendwann im Herbst. Aber an Ostern war schon eine Blockade draußen in den Wileys. Und da hast von der Ulmer Szene aber niemand gesehen. Ja, sondern da waren halt Münchner Gruppen. Aber die Medienoperative, wir waren dabei, zu dritt damals, und haben das dokumentiert, zum Beispiel, wie dann auch irgendwie die Polizei, die Bayerische, etwas überreagiert hat mit Hundebiss und Pfefferspray oder was das für Spray war. Und dann haben wir damals in der Wohnung das ganze Zeug, Schnitt bestand daran, bei Video daran, von einem Rekorder auf den anderen zu überspielen. Das war nicht besonders. Und dann haben wir das überspielt und hin und her und das bearbeitet. Dann ist so ein 5-Minuten-Beitrag draus geworden. Und dann haben wir uns einen tragbaren Fernseher geschnappt und sind ins Café Oma rübergegangen, haben das gezeigt. Und am nächsten Tag waren die Ulmer auch bei den Wileys. Es war also, ja, sage ich jetzt mal, Medien, so Basismedienarbeit irgendwo. Und so ist das entstanden und wie gesagt, da war ich dann längere Zeit dabei und dann bin ich halt irgendwann, sagt man ja gut, zwei Sachen kann ich nicht machen und wie ich ja vorher gesagt habe, Radio mein Primärmedium. Das heißt, die Medienoperative ist dann sozusagen da auch nur dazu gesprungen, weil du halt radioaffin warst und das so eine Leidenschaft war, die in dir gebrannt hat und dadurch kam das Ganze dann von Filmschnitt dann auch langsam und sicher Richtung Schallwellen und UKW. Wieder zurück, ja. Wieder zurück, genau. Jetzt sind wir nochmal bei dem Treffen in der VH. Was war da so dein erster Eindruck, als du dann in dem Kreis oder halt in dem Raum warst, wo sich Radio Free FM vorgestellt hatte? Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, aber das Einzige, was ich wirklich nur in Erinnerung habe, dass ich schon damals ganz spontan, bevor der Volker also zu den Kanale Grande Leuten gegangen, dachte ich, die Free FMer sind viel cooler. Also das war so mein erster Eindruck. Also ich habe mich ja dann nicht getäuscht. Also für mich kam dann eigentlich nur Free FM in Frage. Und Volker hat es ja auch bestätigt. Und so kam das, dass die Medienoperative ein Stück weit auch da eingestiegen ist. Ich weiß gar nicht, sind wir überhaupt noch Mitglied? Aber damals waren wir halt so wie so institutionelles Mitglied oder wie heißt das da? Ich weiß gar nicht mehr. Ist ja wurscht. Ist ja so, dass sich da ja am Anfang sehr viele dafür eingesetzt haben. Also die ganzen Vereine sind ja dann zu Free FM rübergegangen, was ja sozusagen der Genickbruch in Anführungsstrichen ja da für Canale Grande war. Jetzt habe ich mir auch schon erzählen lassen, dass du relativ voreilig warst, was die Technik anging. Ich meine nicht, dass ich voreilig war. Gut, aber man weiß gesagt, ja, ist gut, voreilig. Mann an der richtigen Zeit. Ja, gut, ich meine, wenn man natürlich sagt, voreilig in Bezug auf die Lizenz, ja, wenn man sagt, okay, man geht jetzt einkaufen, hat keine Lizenz, dann muss man sagen, war es voreilig. Aber ich habe das von einer ganz anderen Warte aus gesehen. Nämlich, wenn man eine professionelle Technik vorzuweisen hat und die Leute auch drin zum Teil schon geschult hat, dann habe ich mir vorgestellt, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an der Lizenz den dickeren Schnitt macht, auch viel größer. Das war also nicht nur das reine Vorpreschen, es war auch ein Stück weit Kalkül, weil so ein bisschen bin ich ein Stratege. Gut, ich meine, ganz unkritisch war die Sache nicht, weil es war ziemlich viel Geld.
40.000 D-Mark, ja. Ich meine, gut, man kann natürlich von der Kaufkraft her, wären es heute 40.000 Euro, muss man sich natürlich schon vorstellen. Aber jetzt fragt man sich ja, gut, warum so viel? Okay, also ich habe mich damals ein bisschen informiert, wie jetzt zum Beispiel Radio Dreieckland, wie die arbeiten und wie ich mir Radioarbeit vorstelle, und bin dann einfach war mir eigentlich klar, dass die Technik sich dem Inhalt unterordnen muss und nicht umgekehrt. Das heißt also, wenn ich eine miese Technik habe oder eine relativ miese Technik und ständig damit befasst bin, mich mit der Technik auseinanderzusetzen, und dann bleibt vielleicht der Inhalt und das Spontane und solche Sachen auf der Strecke. Also das war der Grund, warum ich gesagt habe, nee, es muss was Professionelles her. Das war bei mir eigentlich immer so, auch bei anderen Sachen, wenn schon, dann richtig. Gut, und dann hat man sich halt informiert, was das Zeug kostet, und das Zeug neu zu kaufen, das war natürlich jenseits von Gut und Böse. Aber ich habe damals schon ein bisschen Kontakt zur Landesanstalt für Kommunikation gehabt, so ein bisschen auch mit dem Techniker da ein bisschen geredet, und der sagt, oh, ich sollte mal gucken, jetzt im Zuge der Neustrukturierung werden so ein paar Lokalstationen aufgelöst, ich sollte mal gucken, ob ich da vielleicht was Gebrauchtes kriege. Habe ich so rumgefragt. Und dann war das Interessanteste für uns oder für mich RTL in Reutlingen. Die hatten also ein kleines Lokalstudio, und da habe ich mit denen einen Termin ausgemacht, und dann, ich weiß nicht, wer alles mitgefahren ist. Jedenfalls meine Frau und meine Tochter waren auch dabei. Und dann haben wir uns das Ganze angeguckt. Da gibt es auch irgendwo noch Fotos, wo meine Tochter am Mischpult sitzt. Das war damals schon gar nicht mehr im Betrieb, aber sitzt da und die Bandmaschine steht da. Und irgendwie haben wir dann das Ganze vorgestellt, also ein bisschen mit Fotos in dieser Versammlung im Roxy. Und ja, ich weiß jetzt nicht, irgendwie waren dann doch alle dafür, wir müssen halt das Geld auftreiben. Es wird jetzt gekauft. Also es war nicht meine Entscheidung allein, aber es war halt plausibel, und jeder hat gesagt, ja, okay, das wollen wir. Und die Ausrüstung, die war sehr zuverlässig, die haben wir lang gehabt. Das Zeug ist ja heute noch sozusagen als Museumsstück da. Ein professionelles Studiomischpult, gute Mikrofone, drei tolle Bandmaschinen, einen professionellen Plattenspieler, ein schönes Mischpult für die Vorproduktion. Also es war alles da, um einfach toll Rundfunk zu machen. Also kein Kassettenschnitt oder sonst was, sondern richtig, richtig mit Band. Wie habt ihr die Kohle aufgetrieben? Also 40 Steine mal so kurz. Man darf ja auch nicht vergessen, da war ja, du hast ja auch schon gesagt, die Lizenz war noch nicht erteilt. Das heißt, ihr saßt im Roxy, es hieß, die 40 Steine brauchen wir, dann haben wir das, und dann hieß es, machen wir. Ja, es war halt, ich weiß es seinen Namen gar nicht mehr, das ist jetzt ungerecht, dass ich das jetzt nicht mehr weiß, müsste man jemand anders fragen, aber da war ja jemand da, der hat eine Firma gehabt oder hat sie wahrscheinlich auch noch, und der hat die nötige Kohle gehabt, und der hat gesagt, okay, ich streck's euch vor. Das heißt, also es war praktisch so ein Art zinsloser Kredit. Ja. Dann wurde das ganze Zeug beschafft. Jetzt ja, sind wir extra nach Reutlingen gefahren, Nacht und Nebel, und haben es dann hier in der Platzgasse weiter, in Farbenfahrwebus, und weiter vorne hier in der Platzgasse, weil es ist Nummer gar nicht mehr, da hatten wir ja unser erstes Studio, und dann haben wir das ganze Zeugs da nachts die Treppe hochgeschleppt, und ich weiß nicht, irgendwann, dass im Laufe der Zeit halt mühselig alles installiert, also mit Faderstart und alles, also es war schon richtig gut, hatten so andere freie Radios natürlich nicht, so klasse Zeug. Ich kann mich aber an eine Situation erinnern, zu dem Thema Professionelles kam. Irgendwann war mal der damalige LFK-Präsident Volz, hieß er, bei uns zu Besuch, und dann hat er die Ausrüstung gesagt, und dann hat er gesagt, vergesst doch den nicht kommerziellen Scheiß, mit eurer Ausrüstung könnt ihr Kommerz machen. Also ich weiß jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß. Ich wollte mich jetzt gerade auch so ein bisschen drauf anspielen. Es klingt nach, es war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch der Standard, der gehobenere Standard in der Rundfunktechnik. Das war damals State of the Art bei privaten Funkern. Und dann
musstet ihr das Ganze ja, es war nur eine Wohnung, die ja sozusagen das Radio war. War ja fernab von unseren Räumen jetzt hier, nicht weit entfernt, Platzgasse 20, glaube ich, müsste es damals gewesen sein, im Wohnhaus. Jetzt, wie habt ihr das Ganze eingerichtet? Das war halt sehr beengt. Ich meine, man konnte sich im Studio kaum umdrehen. Irgendwie haben wir es halt, also es war auf zwei Stockwerke verteilt. Und im ersten Stock war dann das Studio und so Redaktionsraum. Und im zweiten Stock war dann Vorproduktion und auch noch was, irgendwas Archiv oder weiß nicht mehr, wie es war. Es war jedenfalls wahnsinnig eng. Aber war natürlich andererseits auch eine tolle Geschichte. Aber es hat auch viel Platz weggenommen. Ich meine, das eigentliche Studio, das hat ja, da waren ja auch zwei Bandmaschinen drin und die sind ja nicht so arg klein. Und Jingles hat man damals von sogenannten Cardplayern abgespielt. Das war so eine Art Endloskassetten, die hat man da immer so reingeschoben. Aber auch das war damals Standard. Ja, und also so Jingle-Maschinen, hat man gesagt. Und die Platten, die CD-Player, das war so, da musste man die CD vorher auch in so eine Art Card reintun. Und dann waren die aber sofort drin. Das heißt, man musste da nicht wie bei damaligen Konsumergeräten noch ewig warten, bis das jetzt mal dreht und bis es dann irgendwas anzeigt. Reingeschoben, fertig. Und auch mit Anzeige, Restzeit, Faderstart, alles drin. Also es war richtig. Ich meine, gut, wenn man es bei RTL kauft, die haben natürlich schon gewusst, wie man Radio macht, sage ich jetzt mal. Inhaltlich ist eine andere Geschichte, aber technisch. Technisch klar. Auf jeden Fall. Ja. Und dass du Ahnung hast, wie man technisch Radio macht, das weiß man A, entweder wenn man aus Herlingen kam oder B, wenn man sich vor Augen führt, wie akribisch du ja auch das Ganze mitunter auch mit eingerichtet hast und natürlich auch die Technik eingestellt hast. Und jetzt habe ich bei Sabine aus dem ersten Gespräch erfahren, es wurde dann sozusagen bei der ersten Nacht on Air, die ja dann etwas verfrüht stattgefunden hat, über die Funkstrecke Telefon und Wohnung mit Raphael im Studio und Sabine und Frank im Wohnzimmer etwas umgestellt, sage ich jetzt mal. Ja. Die haben etwas an den Reglern verdreht. Ja, das war so. Also wir hatten das sogenannte Telefonhybrid oder zwei, damit man auch die Telefone aufs Mischpult schalten konnte. Und das war ein bisschen kompliziert. Und ich habe extra die Knöpfe an dieser Stelle weggemacht, damit man da nicht rumdreht, weil das war ziemlich kritisch, das einzustellen, dass es nicht pfeift. Ja, und da gibt es natürlich Leute, vielleicht sollte man sagen, ja, wenn da der Knopf fehlt, dann verleitet es dazu, da rumzudrehen. Und da hat es natürlich nicht funktioniert. Und diese Geschichte haben sie sich später auch mal mit dem Interview mit dem OB Gönner damals geleistet. Irgendwelche Narren, sage ich jetzt mal, haben dann den Dinger rumgedreht. Ja, warum mache ich die Knöpfe weg? Also wahrscheinlich hätten wir es nur mit Heißkleber zukleben sollen, aber den hätten sie dann wahrscheinlich nur rausgepopelt. Ich weiß es nicht. Wie lange saßt du da dran für das Einstellen? Ah nee, ich weiß das gar nicht mehr. Es war noch einer den kannte ich vom Jugendtreff Blaustein, der hat dann derzeit auch mitgemacht. Also ein Elektronikfreak, der hat damals auch geholfen zu löten. Ich weiß nicht, ob der Frank damals auch schon dabei war. Kann sein, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber ich war nicht allein. Also das hätte ich nicht geschafft, da so viel. Und damals war ich mit so einem Löten noch nicht so fit. Aber gut, ich wusste, worauf es ankommt, was man will, wie es nachher klingen soll. Ja, und dann muss man halt machen und sich helfen lassen. Jetzt war die Frequenz ja noch nicht, also vor Sendestart, ihr stellt die Technik ein, ihr macht alles fertig. Wie war da der Ablauf? Weil im Endeffekt, du kannst ja dann nicht kurz Radio anmachen und kurz gegenchecken, wie klingt es jetzt? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Nee. Also, dass es gut klingt, war ja insofern klar, bei einer professionellen Ausrüstung klingt es gut. Es muss ja nicht klingen, es soll einfach möglichst original rüberkommen. Und das ist eigentlich klar. Ich meine, an der Technik haben wir ja eigentlich nichts geändert. Und wenn es bei RTL gut geklungen hat, dann klingt es natürlich bei uns auch gut. Also das war jetzt nicht das Problem, denke ich. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das jetzt irgendwelche größeren Schwierigkeiten waren, weiß ich nicht mehr. Was ich noch weiß, die Geschichte, die wandert hier auch immer wieder rum,
Du warst ein willkommener Gast bei der LFK in Stuttgart. Ja gut, ich meine, das lag einerseits daran, dass ich jede Woche, also immer mittwochs in Stuttgart war, am Landesinstitut für Schulentwicklung oder damals hieß es noch Landesinstitut für Erziehung und Unterricht, da war ich abgeordnet. Und dann war es klar, dass man halt dann doch sich ab und zu mal da also für mich sehen lässt, weil ich bin eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch und wollte mich dann halt auch immer ein bisschen informieren. Und ich meine zum Beispiel auf die Idee, dass man gebraucht was kauft, bin ich damals, Kretschmann hieß der Mann, weiß nicht, ob er noch im Dienst ist, der hat mir das halt damals geraten. Also es war immer sehr, sehr nett da mit den Leuten zu sprechen und Weihnachten. Das mache ich, habe ich nicht nur bei der LFK gemacht, sondern auch hier mal am Hauptbahnhof. Ja, bei netten Leuten bringt man halt auch mal ein Küsschen oder zwei mit. Weißt du, was ich meine? Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen. Ja, das ist halt einfach, ich finde, man kann auch Dankeschön sagen und sich nett benehmen. Man muss ja da nicht auf die Kacke hauen. Ist doch viel besser. Aber die Connections haben ja einerseits auch mal dem Sender mal kurzzeitig den Arsch gerettet, um es salopp zu sagen, weil dann der Anruf nicht im Büro bei FreeFM ankam, sondern die LFK sich mal kurz erkundigen wollte, bei dir daheim, weil du Ansprechpartner warst, sozusagen für die, als es darum ging, dass Canale Grande gesagt hat, die stellen den Sendebetrieb ein. Ja, stimmt. Das war, aber da weißt du jetzt mehr als ich, aber stimmt, da haben die damals bei mir angerufen. Vielleicht war niemand im Büro erreichbar, ich weiß es nicht, aber die haben dann bei mir angerufen. Ich glaube, das war der Kutterhoff. Und da habe ich gesagt, so ein Blödsinn, wer kommt denn auf sowas? Also voll Banane. Ich meine, die haben sich überhaupt so Schoten geleistet. Die haben also mal bei meinem Schulleiter angerufen. Und da sozusagen erzählt, ich würde bei einem linksradikalen Sender mitmachen. Also, der hat mir natürlich gesagt, hat gesagt, es war ihm sofort klar, dass es vollkommen blödsinnig ist. Aber solche Sachen haben die auch gebracht. Ist die schon auch rufschädigend? Wollten sie, ja. Hat zwar nicht geklappt, aber der Versuch war da. Der Versuch war da. Also zumindest in dem Fall auf meine Person. Aha. Das geht ja für den Lehrer nicht, dass der beim linksradikalen Sender mitmacht. Ich meine, bitte. Zum Lizenzantrag. Warst du da auch mit involviert? Beim offiziellen Abgeben sozusagen, ja, der Folie? Abgegeben hat es meine Tochter. Also sagen wir mal so, wir sind dann halt auch gemeinsam nach Stuttgart gefahren. Und ich habe das Töchterchen mitgenommen, das habe ich oft dabei gehabt, also auch früher in der Schule oder sonst wo. Und dann haben wir auch so ein schönes Foto gemacht und dann sieht man die Ulrike, wie sie den, der Dame am Empfang den Antrag abgibt. Und das ist also auch ein bisschen PR muss man schon machen. Ja, klar. Und die Ulrike, das muss man auch dazu sagen, das war also zusammen mit ihrer Freundin, mit der Nina, das waren so die ersten beiden Radiokinder. Die Tina, die hat ja, das Anliegen von der Tina war ja unbedingt, was mit Kindern zu machen. Und die Vorproduktion war dann auch schon fertig. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt testen wir mal die Vorproduktion. Das war am Sonntagnachmittag und ich habe Ulrike und Nina geschnappt und haben uns mit Tina zusammen getroffen in der Vorproduktion, so kleine Sache gemacht. Und da ist auch dieser eine Jingle, komm, schalt das Radio schnell an. Ich weiß, ob es den noch gibt. Welchen Sender hört man dann? Radio 6, Radio 8? Und so weiter haben die zwei da, die waren so lustig. Und wie gesagt, das waren die ersten und die waren dann auch bei der Mikrowelle dabei, so am Anfang. Ja, also Family immer schon involviert und dann meine Frau auch. Das heißt also, meine Frau war früher in Köln in der Frauenbewegung und hat gesagt, also hier in der Frauenbewegung sein und dann bei FreeFM keine Frauensendung machen, das geht ja nicht. Direkt in die moralische Pflicht genommen. Ja, so ein bisschen. Aber sie hat schon Lust gehabt. Ich weiß nicht, wie jetzt deine weiteren Fragen aussehen, aber vielleicht gleich bei der Gelegenheit. Wann war das dann? 95, wir waren gerade auf Sendung, war auch hier mal ein Workshop und den hat auch der Herr Kretschmann von der LFK hier gemacht, hat also gezeigt, Bandschnitt und alles Mögliche. Und dann hat er so am Schluss gesagt, so und jetzt zeige ich noch einen Schmankerl und hat so digitale Produktion gezeigt. Cutmaster hieß das Programm. Bin ich heimgekommen und dachte, das brauche ich. Muss ich mich hier nicht mit der Vorproduktion rumschlagen, irgendwelche Sachen buchen, da steht mir der eine schon im Nacken.
Und ich habe damals von irgendeiner Versicherung Geld rausgekriegt und dann dachte ich so, jetzt wird Cutmaster gekauft. Das war was ganz Spezielles. Digitalschnitt war 95 noch absolut neu. Und da habe ich mit meiner Frau dann ein Feature zum Thema Ekstase gemacht. Das war sozusagen eine reine Hausproduktion oder Desktop-Broadcasting, würde man heute sagen. War dann ein Arzt und ein Völkerkundler und ein Psychologe da und dann haben wir auch sonst noch Interviews gemacht mit so einem kleinen DAT-Rekorder und haben dann eine 2-Stunden-Feature gemacht und dafür haben wir dann den ersten, damals hieß es nur Hörfunkpreis, gekriegt. Das war damals eine neue Kategorie bei diesem heißer Medienpreis. Und meine liebe Frau und ich, wir haben das ersten abgesahnt. Ja. Ah, also war auch eine lustige Sache. Ich weiß noch, von FreeFM hat man irgendjemanden Namen, weiß ich nicht. Weil wenn man sich mit Ekstase beschäftigt, dann haben natürlich auch Schamanensachen und solche Dinge spielen eine Rolle. Und da hat mir einer stapelweise Weltmusikzeugs gebracht, bis ich es alles durchgehört habe und rausgesucht habe. Aber es hat sich gelohnt. Also ich habe die Sendung immer noch und ich habe es neulich mit meiner Frau mal wieder angehört. Das macht immer noch Spaß. Ich meine, gut, die Moderation war von uns noch ein bisschen hölzern, aber okay, war halt vor 25 Jahren. Ein Vierteljahrhundert freies Radio in Ulm. Radio Free FM feiert 25 Jahre Programm. Alle Infos zu Veranstaltungen, Sendungen und Hintergründen auf freefm.de. Frisch gestärkt, nach einem leckeren Stück Kuchen und einem perfekten Kaffee, den ich gemacht habe. Ich wollte es nur noch einmal erwähnen. Stimmt. Ja, wirklich toll. Sind wir wieder im Studio und du hast am Anfang ziemlich lange ja die Ulmer Freiheit moderiert. Ich habe ja gesagt, ich komme noch ein bisschen aufs Inhaltliche. Jetzt, wie kann ich mir das vorstellen? Einerseits bist du da von der Schule einfach kurz gegangen, hast dann gesagt, ich muss jetzt moderieren oder wie lief das denn ab? Das waren ja 3 Stunden. Ja gut, man hat ja nicht jeden Nachmittag Unterricht und ich habe mir dann halt einen Nachmittag ausgesucht. Das war entweder Montag oder Dienstag, also je nachdem, wie mein Stundenplan halt ausgesehen hat. Und da habe ich dann halt Ulmer Freiheit gemacht. Da haben die damals Leute gebraucht und mir hat es Spaß gemacht. Und es waren halt dann diese 3 Stunden, immer von 1 oder war es 2, weiß gar nicht mehr, wie läuft jetzt Ulmer Freiheit überhaupt? Von 1 bis 4. 1 bis 4, ja, das war damals auch so, genau, bis 4. Genau, dann kamen so alle möglichen Sendungen, zum Beispiel dann später mal die Plattform irgendwann, ich weiß nicht, ob es die schon von Anfang an gab, wahrscheinlich, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe jahrelang Ulmer Freiheit gemacht. Und da gab es auch manchmal ganz, ganz lustige Situationen. Also eine Sache ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Man hat mir da mal, oder 2 Sachen, man hat mir da immer Leute reingesetzt, oft so nach dem Motto, ja, im Rudi kannst du reinsetzen. Ja, da geht das immer ganz schnell und spontan. Und einmal war der Thomas Dentler mit dem Westentaschentheater, ist gekommen mit einem Theatermensch aus Neu-Delhi und einem aus Abidjan, aus Côte d'Ivoire, Elfenbeinküste. Da waren Kleintheatertage. Ja. Und dann völlig zum nächsten Mal unvorbereitet dann rein. Der eine kann nur Französisch, der andere nur Englisch. Und dann war das halt so, okay, Fragen auf Deutsch stellen, damit die Hörer draußen wissen, was ich frage, dann das auf Englisch oder Französisch, dann die Antwort abwarten und dann wieder zurück übersetzen. Das hat so, was jetzt, eine Stunde, ich war völlig fertig hinterher, aber ich war total gut drauf, weil das hat mir dann doch richtig Spaß gemacht. So. Ich kann mich noch an den Inder erinnern, das ist ehrlich, was so rollen lassen, Indian Theater hat er immer so gesagt. Aber es war tolle Sache. Und die andere Situation, an die ich mich auch noch gerne erinnere, da war der Helmut Zenz, das ist ja, war ja auch seinerzeit Legende, der Professor Zenz, kam mal mit so einer Idee oder so Veranstaltungshinweis, dass im Café Kornhaus Keller, das ja auch Café Wichtig genannt wird, am Abend ein sogenanntes Campbell Soup Contest war. Also das also praktisch à la Andy Warhol und das um die unkorrekte Küche ging. Ja, und da habe ich mir dann, dachte ich, oh, das ist cool und habe mir dann was überlegt, bin abends hin und habe dann den ersten Preis abgegriffen. Also es würde jetzt zu weit führen, die Details zu erzählen, aber es war auch eine ganz lustige Geschichte.
Naja, gut, also jedenfalls hat Spaß gemacht, aber 3 Stunden war dann halt auf die Dauer auch zu viel. Ja, und dann hast du schon gesagt, dann kam irgendwann die Plattform, da bist du ja heute immer noch aktiv, machst ja immer noch deine Sendungen. Ist es auch das, was für dich auch so diese Faszination Radio ausmacht, dieses Leute kennenlernen, so auf den Punkt gehen, auch einfach mal nachfragen? Genau, also das hat mir dann wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also erstens ist zwar ist nur eine Stunde, aber gut, man hat ja noch Vorbereitungen so ein bisschen hinterher. Aber wie du schon sagst, dieses immer neue Leute kennenlernen, immer neue Situationen oder auch Initiativen oder auch Musiker waren immer coole Leute da. Und ja, ich sag mal, für mich war immer wichtig, dass ich mich für das, was die Leute zu erzählen hatten, auch wirklich interessiere. Und das, glaube ich, habe ich immer ganz gut rübergebracht. Das haben die mir auch oft gesagt, dass sie sich bei mir wohlgefühlt haben und dass sie wirklich das Gefühl hatten, dass ich mich dafür interessiere. Und das ist wichtig, weil also bei allem, wenn man ein bisschen Medienschelte macht, manchmal hat man so im Fernsehen den Eindruck, dass das gewissen Moderatoren das Thema eigentlich irgendwo vorbeigeht, dass die das gar nicht interessiert, sondern dass sie es halt machen. Und ich gucke also immer, es wird ja oft bei der Plattform, gibt es ja so eine Art Liste, sage ich jetzt mal, mit den Themen. Und ich schaue dann schon, was mir am meisten liegt. Oder manchmal werde ich auch gefragt, wenn es irgendwelche Dinge sind, wo man sagt, okay, da gehört jetzt Fingerspitzengefühl her, da kann ich jetzt nicht jeden reinsetzen. Also dann mache ich das halt. Was ich halt an deiner Geschichte gleichzeitig so witzig und spannend finde, ist einfach dieses... Ich sag's jetzt ja mal, in der Naturwissenschaft ist man ja doch eher relativ sachlich abgeklärt, weil du hast die Fakten, so und so muss es ablaufen, es gibt die bestimmten Wege. Und dann hast du gleichzeitig dieses komplette Gegenstück im Rundfunk, weil es reicht ein Song oder ein Knopf, damit gefühlt alles, was du dir vorbereitet hast, ja wieder auf Null ist. Also war das auch so ein bisschen vielleicht Ausgleich? Ich weiß es nicht, aber ich sag's mal so, solche Ausgleichsgeschichten habe ich auch mein ganzes Leben schon gehabt. Also ich war immer nie der reine Mathematiker, Physiker. Es war immer schon Kreativität dabei. Also beispielsweise Jugendtreff Blaustein hatte ich mal so eine Filmgruppe, da haben wir so Filme gedreht. Das habe ich ins Leben gerufen und auch viel gestaltet. Oder dass ich später ins Cosplay eingestiegen ist. Für alle Leute, die jetzt Cosplay nicht kennen, das sind diese Leute, die sich da in Manga- und Anime-Figuren verwandeln, selber Kostüme machen. Also es war immer so eine Art Gegenpol, will ich nicht sagen, sondern ich drücke es eher mal so aus, das ist eine Ergänzung. Es ist kein Gegensatz für mich. Das gehört dazu. Weil es ist ein Wechselspiel. Beispielsweise im Cosplay, wenn man gute Kostüme macht, da muss man auch eine Ahnung von Materialien haben, vom sorgfältig arbeiten. Also da spielen dann Dinge, die man aus der Naturwissenschaft kennt, die spielen dann schon auch rein. Und umgekehrt ist in der Naturwissenschaft auch manche Leute denken es nicht, ist aber auch eine gewisse Kreativität gefragt, ein bisschen Ideen haben oder so. Also für mich ist es nie ein Gegensatz gewesen, es ist immer Ergänzung. Dann hatte ich wahrscheinlich einfach andere Mathe- und Physiklehrer. Ja, das denke ich auch. Irgendjemand hat mir gesagt, also ich habe einen Mathelehrer ganz anders vorgestellt. Da sage ich, ja, lass mal raten, Brille, Bart, Birkenstock. Ja, stimmt. woher weißt du das und so weiter? Das sage ich, weil ich so Kollegen habe. Aber worauf ich auch noch raus will, ein Themenpunkt, den ich auch sehr spannend finde, weil ich ja auch erst seit 5 Jahren dabei bin und jetzt halt die ganzen Veranstaltungen kenne oder die Aktion, die FreeFM ins Leben gerufen hat, halt einfach nur aus den letzten Jahren. Aber ich finde jetzt gerade ja am Anfang ist es ja auch sehr spannend, wie man ein Radio verwenden kann zum Beispiel, was für Aktionen es da gab. Du hast vorhin in der Pause mal kurz angesprochen aus einer Übertragung in Köln. Ja, also den Namen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Sicher, also man muss mich jetzt korrigieren, aber ich glaube, diese Veranstaltung hieß Elektrobunker. Ich meine, das war es so. Und das Besondere war, irgendjemand hat das arrangiert, dass dann auch noch andere Sender dran waren. Zum Beispiel der Restrüs war auch lange Zeit mein Lieblingssender, sagen wir mal. Und ich weiß nicht, wer noch alles dran hing. Und das war auch eine technische Herausforderung. Und zwar deshalb, weil die vom Elektrobunker, sag mal, die haben hier über Musiktaxi, also MP3-Hardware-mäßig über ISDN,
das hierher übertragen und diese anderen Sender, die sollten sich dann hier bei uns einwählen an unser Musiktaxi oder so ein Multiplexer, wie man gesagt hat, und dann die Sendung so Art wir Eurovisionsmäßig, nenne ich es jetzt mal, dann auch übernehmen das Ganze. Das war nicht ganz trivial. Die Telekom musste uns damals noch eine 2-Megabit-Leitung legen. Heute lacht man über 2 Megabit, aber das war damals tierisch viel, weil ISDN, das waren halt 128 Kilobit. Und über dieses Gerät hätten sich sollen die ganzen Stationen einwählen. Hat aber nicht geklappt zunächst mal. Jetzt war das Problem, bei der Firma war, es war Samstagnachmittag, als wir das Ding gekriegt haben, bei der Firma war niemand, der uns helfen konnte. Dann haben wir beim SWR angerufen, in der Hoffnung, dass sich vielleicht da jemand auskennt. Wir sind sogar an eine richtige Stelle dann durchverbunden worden, aber der hat auch keine Ahnung gehabt. Der hat gesagt, ja, er weiß, dass es sowas gibt, aber mehr wüsste er auch nicht. Ja, in der Not habe ich halt das Ding hinten aufgemacht und mal so reingeguckt und also so eine Abdeckung, das war jetzt nicht das eigentliche, weiß nicht mehr, wie es genau war. Da habe ich mir das angeguckt und dachte, es kann jetzt aber hier an der Stelle nicht so sein. Okay, holt mal einen Lötkolben raus. Dann hat es funktioniert. Hat es funktioniert. Das war also wirklich auf den letzten Drücker, aber irgendwie habe ich da einen kühlen Kopf behalten und dachte, ja, ist okay, macht ja nichts aus, wenn es nicht ist, dann lötst du halt wieder. Nein, ist wurscht. War das auch deine Lieblingsaktion mit Radio Free FM oder gab es da noch eine andere? Oh, das weiß ich jetzt auch so nicht mehr. Nee, das war halt technisch, sage ich jetzt mal, das irgendwie die witzigste Geschichte. Sonst gab es halt auch noch ein paar andere Dinge. Also beispielsweise, wie war denn das damals? Auch bei irgendeinem Jubiläum da auf dem ehemaligen Münsterbiergelände in Zöflingen draußen. Habe ich immer, also zumindest am Anfang, das muss man auch noch dazu sagen, bei so Benefizveranstaltungen, die es damals öfters gab, da habe ich immer so Kurzauftritte, so Travestie gemacht, Rebecca. Man heißt Rebecca. Faker. Rebecca Cayman, also Cayman wie diese, oder Cayman wie diese Krokodile oder Cayman sind ja diese Steuerparadiesinseln und so weiter. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Immer nur so kurze 5 Minuten Sachen, immer so, man soll ja die nicht langweilen und so, aber das war auch ganz lustig. Aber warum Rebecca? Weil ich das ein bisschen kämpferisch fand, weil ich immer, sag mal so, Yvonne und Chantal, das fand ich so tuntig. Also nichts gegen Tunden, aber das wollte ich jetzt halt auch nicht sein, sondern eher eine starke Frau rüberbringen, so eine Kämpferin, so nach dem Motto, so eine Kick-Ass. Ja, du weißt, was ich meine. Es heißt, jetzt bist du sprachlos, gell? Ich finde es extrem cool, weil du hast ja vorhin schon gesagt, dass du ja zu deiner Frau schon gesagt hast, du musst ja unbedingt auch eine Frauensendung machen. Ja. Und ich finde ja gerade auch der Anreiz, den ja auch viele in freien Radios sehen oder allgemein, ist ja auch eben, dass das komplette Spektrum abgebildet wird. Und da finde ich das halt extrem cool, dass du, weißt, in viele, wie du schon gesagt hast, Mathelehrer ist Brille, Birkenstock und Bart. Ja. Und dann bist du der Mathelehrer, der gleichzeitig nebenher noch Radio macht, dann noch ein Fable dafür hat. Im Cosplay kennt man dich ja auch. Also, weißt du, es ist so, ich glaube, du spiegelst einfach das, was so frei ist. Du bist eigentlich quasi ein freies Radio in einer Person. Oh, danke. Ja, vielen Dank. Das finde ich so extrem cool. Nee, das ist, ja, klar. Manche Leute sagen ja, wie hast du Zeit und wie geht das überhaupt? Da muss ich sagen, ja gut, ich gucke praktisch kein Fernsehen. Ich gehe so gut wie nicht ins Kino. Sport, ich geht. Und solche Sachen, ja gut. Und wenn man das alles nicht macht, dann bleibt halt schon noch Zeit für andere Dinge übrig. So ist es ja nicht. Also wenn man überlegt, wenn man mal Leute fragt, wie lang hängt ihr vor der Glotze? Ja, oder andere Leute, die sagen, na, so viel Geld ausgeben. Dann sage ich, wie viele Schachteln rauchst du am Tag? Und dann rechnen wir mal hoch. Dann sage ich, guck. Ja, guck an. Vielleicht noch nochmal einen Sprung ganz zurück und dann einen kleinen Sprung noch in die Zukunft. Mit ganz zurück. Mich würde interessieren, was damals deine Motivation war, mitzumachen. Ja,
einfach die Lust am Radio, weil ich glaube, ich habe es am Anfang schon gesagt, Radio hat mich immer fasziniert als Kind. Ich habe liebend gern Radio gehört. Ich hatte auch so ein altes Radio im Zimmer. Natürlich sollte ich schlafen, habe ich natürlich nicht gemacht, sondern irgendwelche Hörspiele gehört und solche Sachen. Oder dann später mal, wie gesagt, den Kurzwellenbereich entdeckt und da drin rumgeschraubt. Also mich hat das immer fasziniert, praktisch, dass die Bilder wirklich, also beim Hörspiel vor allem, dass da so Bilder im Kopf entstehen und dieses Kopfkino und ich fand es immer schon faszinierend und wie gesagt, deswegen hatte ich ja dann auch später den kleinen Piratensender und dann war es eigentlich klar, nee, ich will Radio machen, ich will was rüberbringen, ich will, ja, es ist ein Stück weit auch Selbstverwirklichung, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber Plattform ist es auch, weil ja, eben dieses Interesse widerspiegeln von den Leuten dann gesagt kriegen, ja, sie wären total aufgeregt, aber nach 10 Minuten hätten sie nur noch wohlgefühlt und viele Leute kennenlernen. Also ja, das war so meine Motivation. Und was war dann die Motivation, jetzt nach 25 Jahren immer noch hinters Mikro zu gehen? Ja, weil es immer noch Spaß macht. Es sind immer noch neue Leute da. Es kommen immer wieder Gäste, die ich noch nicht kenne, die Inhalte oder Informationen rüberbringen. Und es kommen auch Leute, die schon öfters bei mir waren. Es macht auch immer Spaß, dann alte Bekannte wieder zu treffen, die dann so erzählen, wie es jetzt mit der Initiative oder mit der Kunst weitergegangen ist. Also ich mag einfach Leute, Schüler haben mal gesagt, Herr Arnold, unser Menschenfreund. Und ich glaube, das ist eine wichtige Geschichte, wenn man Plattform macht, dass man die Leute mag.